King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. So, und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranking Stage Folge Spezial zu Tekken, Spezial zu 30 Jahre Tekken und meiner Top 10 Tekken Games. Und wir sind hier bei Platz Nummer 8 angekommen. Und die Rede ist hier von dem 2001 erschienenen Tekken 4. Tekken 4, ihr seht jetzt gerade die Bilder von meiner physischen Version, die ich hier habe. Tekken 4 habe ich zweimal gehabt. Ich hatte einmal an einem Veröffentlichungstag habe ich Tekken 4 gehabt. Das war damals noch bei Wandmarker tatsächlich für ganz teuer Geld. Haben wir zusammengeschmissen und dann haben wir das gehabt. Dann haben wir es sogar ein bisschen gespielt. Und dann, glaube ich, habe ich es einmal verliehen und dann nie wiederbekommen. Das Ding war, ich hatte jetzt nicht so eine Bindung zu Tekken 4. Ich habe Tekken 4 dann ein bisschen verloren. Und dann habe ich es nochmal per eBay nochmal erworben. Und dann war es natürlich die Platinum-Version. Die habe ich auch ein paar Wochen ein bisschen zu spät bekommen und dann habe ich es gehabt. Und dann habe ich Tekken 4 ausgiebig gespielt. Ich muss persönlich sagen, erstmal das Cover, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich weiß, dass sogar in der Erstauflage noch eine Bonus-CD drin war. Ich weiß nicht, was da drin war. Ich glaube, da war ein bisschen Werbung für was anderes drin. Ich muss aber persönlich sagen, dass der Artstyle definitiv sehr prägnant für Tekken war, weil es stark auf Realismus war. Warum das Spiel aus der technischen Sicht ziemlich gut war, ist halt, es wurde auf der PlayStation 2 Hardware konzipiert. Doch ich muss persönlich sagen, alleine das Cover hier und ja, dieser ganze Style und dieser ganze Grafiksprung, das hat schon was hergemacht. Ja, ich habe die Platinum-Version. Was mich am meisten wundert, dass dieser Tekken-Teil ab 12 ist, obwohl du hier ganz krasse Knochenbrüche hast und so weiter und so fort und Vollkontaktgewalt. Naja, auf jeden Fall, ich besitze es sehr gerne, aber warum das bei mir auf Platz Nummer 8 ist, das ist die Kategorie jetzt, das sind okaye Spiele. Das sind die okayen Tekken-Teile, wo man sagt, wenn man retrospektiv Tekken spielen will, es ist okay, dies nachzuholen, da besonders diese beiden Spiele was mit der Tekken-Reihe gemacht haben und sehr einzigartig sind. Und da muss ich jetzt mal gucken. Habe ich meinen Controller jetzt angeschlossen? Das Interessante ist jetzt hier, dass dich das Spiel jetzt gleich fragt, willst du in 50 oder 60 Hertz? Ich will in 60 Hertz. Ja. Und das heißt, du kannst sofort die technisch bessere Version spielen. Wenn man damals einen 100 Hertz Fernseher hatte, wow. Ja, und natürlich dieses Intro, yo. Das ist natürlich... Das ist natürlich ziemlich krass. Ich als Kazuya-Fan, ich war hin und weg. Klar. Vladimir. Was zum Beispiel viele vielleicht mit Virtua Fighter hatten. Was viele zum Beispiel mit Witcher Fighter hatten, dass zum Beispiel, wenn die Eltern reinkamen, mein Gott, sehen die Charaktere ja realistisch echt aus. Das war bei mir mit Tekken 4. Bei Tekken 4 sah wirklich, da sahen die tatsächlich aus wie echte Leute. Da fing es noch nicht an mit diesen übertriebenen Körpern. Mit Body Mass, die wirklich kein Kampfsportler tatsächlich hat. Ja. Und da ist er. Ja, er ist noch am Leben. Ja, natürlich sein Signature Move. Ah, ja, okay, hier sind meine Probleme mit der PlayStation 4. Die ist schon ein paar Jährchen alt, ist so ein bisschen durch.
dachten sich daraus aus dem Spiel. Oh, jetzt halt ich gerade keinen. Ah! Beste Coach. Oh, herrlich. Wie bringt man Kazuya zurück? Wie charakterisiert man ihn? Also wenn man Kazuya-Fan ist, dann lohnt sich natürlich Tekken 4. Natürlich dieser Jet. Das ist sehr Virtua Fighter. Also da kann mir jeder sagen, was er will, aber das ist ziemlich Virtua Fighter. Was man Tekken 4... Oh mein Gott, ist dieses Spiel schnell. Was man Tekken 4 definitiv nicht angreifen kann, ist, das hier ist ein Vollpaket. Ne? Dass man hier Arcade... Man hat einen Story-Run. Man hat hier Arcade und Time Attack. Den Versus-Modus habe ich jetzt gerade nicht, weil man braucht einen zweiten Controller. Man hat Team-Modus, Survival, Training... Übung. Das ist Training. Training war Dinning und Übung war Training tatsächlich. Also das ist der Free Trainingsmodus und das ist der ganz andere Modus. Tekken Force, eine sehr gute Sache. Ich muss mal gucken. Spieloption. Auch der Menüsound und wie das Ganze designt ist. Aber das Design hier von Tekken 4, also das ist das, woran alle sagen, wow, das war mal Tekken. Das muss man sich ein bisschen reinziehen. Konfiguration, nee. Das soll durch Standard bleiben. Rekorde, natürlich, Kazuya am meisten gespielt. Horeng habe ich hier sehr viel gespielt. Horeng hat hier auch den coolsten Outfit gehabt. Bis jetzt bei Tekken 8 natürlich wieder... Rückbesinnung auf Tekken 4. Ja, Christy Montero, das ist meine Cousine gewesen. Wir haben damals Tekken 4 ziemlich nicht so viel gespielt wie Tekken Tag Tournament tatsächlich. Wir sind immer zurück auf Tekken Tag Tournament gegangen, weil das einfach das spaßige Spiel war und das schnellere Spiel. Bei Tekken 4 hatte das Problem, es war schrecklich langsam. Und das war nicht aufgrund weil sie es nicht konnten oder so, sondern das war aufgrund der Engine, weil die Information der Bewegung war so viel und massiv und die PS2 musste das irgendwie errechnen und das war einfach viel zu ambitioniert. Und da waren auch, das Problem auch war, Tekken 4 wurde kaum gespielt, bis gar nicht, und das war der allererste Flop. Ne? Time Attack, yo. Also damals war, also dieses DIE ist mein damaliger Kürzel für Arcades gewesen. DK ist neu. Also das habe ich vor kurzem noch gemacht. Das war für mich. Da war ich ziemlich gut drauf. Ne? Natürlich, man hatte unfassbar viel Zeit. Man hat unfassbar viel in Tekken 4 verbracht. Es hat ja auch ganze 4 Jahre gedauert, bis Tekken 5 zu uns nach Hause kam. Ja. In unsere Spielkonsolen, ne? Zu unseren Spielkonsolen. Und in der Zeit kam Virtua Fighter 4 raus und Virtua Fighter 4 war eine Wucht. Ja. Virtua Fighter 4 hat einfach mal Tekken in den Arsch getreten. Und das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon definitiv eine Hausnummer. Habe ich das jetzt richtig eingestellt? Dass man hier auch scharf einstellen konnte und so. Also wirklich. Bei der Galerie, da bin ich zum Beispiel immer noch wirklich. Honmaru? Ach, das ist tatsächlich die Stage hier. Das ist die Inner Shrine. Ja, dass ich euch gespielt habe. Das haben sie tatsächlich sehr gut übernommen von Tekken Tournament, was sie ich tatsächlich wirklich bin. Und das ist natürlich mein absoluter Lieblingstrack. Auch meine Lieblingsarena, also wirklich. Also die ist wirklich geil. Natürlich das hier. Damit wurde Tekken 4 immer beworben. Aber
das hier ist eigentlich auch ein ganz schöner Track. Der passt aber auch besser. Hier wurde auch der Halleneffekt übernommen. Ne? Auch schöner Track, Building. Starfall. Ah, der Prolog. Das habe ich mir immer angehört. Das ist so cool, Fetus. Ne? Ich muss aber auch sagen, da muss ich auch sagen, hier gibt's keine bessere, hier gibt's kein besseres Intro, ne? Allein das Rollstar hier, ne? Wie man hier sieht, wir haben hier Kuma, Panda ist, glaube ich, Kuma, ja, Kuma und Panda waren hier dabei, das waren einfach nur Skin-Dinge. Harang, Yoshimitsu, Julia Chang, Lei Wulong, unfassbar stark hier in diesem Spiel. Greg Marduk, der Newcomer. Ling Xiaoyu, wir haben tatsächlich hier Miharu Hureno als Skin hier, also ihre beste Freundin. Violet, der sich erstmal tarnt, der nachher sich als Lee zu erkennen gibt, weil ihn hier sein Mukujin Combat, sein Mukujin, der Mukujin-artige Charakter hier, Combat hier drin war. Natürlich Jin Kazama, der hier traditionelles Karate erstmal hier macht. Sein Kyokushin Karate, also seine feste Form, die er dann nachher nutzt, ist erst ab Tekken 6 passiert tatsächlich. Das ist tatsächlich noch dieses traditionelle Karate. Paul Phoenix, Kazuya Mishima natürlich. Das ist lustig, dass Steve Fox neben Nina Williams hier ist, weil er ist aus den Genen von Nina entstanden. Christian Montero, hier ist Eddie auch, glaube ich, als... Ich glaube, weiß nicht, ob Eddie hier tatsächlich als Skin hier ist. Brian Fury. Martial Law. Nicht Forrest mehr. Also Forrest war wirklich nur einmal in 3 und Tekken dann als Tech-Character drin. King. Bad Hair der King und natürlich Heihachi Mishima. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 21 Charaktere. Das ist nicht, das ist tatsächlich nicht viel. Das ist tatsächlich echt nicht viel für einen. Welcome to the Practice Arena. Ja, Practice Arena. Lin Xiaoyu. Christy Montiero. Das ist auch eine versteckte Arena, ne? Weil man kann hier noch ein bisschen weiterspielen. Das ist jetzt, das ist etwas, was ich vielleicht vermisse. Das haben sie ja jetzt mit dem Bestrafungstraining. Lin Xiaoyu. Ne? Oder mach mal. Ne? Und dann. Und dann mach mal. Ach, das kann die noch nicht, ne? Warte. Ja, das ist ziemlich schwierig. Rain Dance und dann. Naja. Trotzdem. Ne? Aber sowohl, wie gesagt, Tekken 4 ist technisch gesehen ein Spiel. Es ist okay. Es ist einer der okayen Spiele. Definitiv viel gespielt, aber nicht weit entfernt
von, ja, Tekken 4, das kann man sich tatsächlich geben wegen dem Artstyle vom Spiel. Ne? Guck mal, die Atmosphäre, die Musik. Also der Style ist wirklich das, was das Spiel heutzutage so beliebt macht. Aber spieltechnisch gesehen würde ich sagen, ist okay. Ist wirklich okay. Ne? Also. Also, ja, ich muss persönlich sagen, ja, Tekken 4 ist okay. Ist okay. Retrospektiv gesehen kann man sagen, ja, ist ziemlich okay. Aber welchen Titel ich besser finde als Tekken 4, und das wird jetzt sehr kontrovers, ist gleich der Titel, den ich leider physisch nicht besitze, sondern nur digital. Deswegen wird es da keine Bilder geben. Daher kommen wir gleich zu meinem Platz Nummer 7. So, mein Platz Nummer 7 ist, wie soll es anders sein, das 1996 erschienene Tekken 2. Warum stelle ich Tekken 2 über Tekken 4? Erstens, es ist mein erstes Tekken. Okay, alles klar, gut. Warum ist mein erstes Tekken hier ganz unten? Ich habe speziell die NTSC-Fassung hier mir besorgt für die PS3 in flüssigen 60 Frames. Ich habe alles freigespielt. Oh, shit. Das heißt, ich muss die Steckplätze wechseln. Fighting Games. Steckplatz 1. Hä? Steckplatz 1. Sehr schön. Und natürlich, gebt euch das mal. Also dieses Intro wird für immer in mein Herzen sein. Black Winter Sky. Legolo, sein erster Auftritt. Michelle Cheng. Yoshimitsu. So, und jetzt kommt die Haar-Demo. Da waren die sehr stolz drauf, dass sie so viele Haare darstellen konnten. So. Martial Law mal ganz normal dargestellt. Seine Dose. Jack 2. Alleine in diesem Intro so ein bisschen die Story auch ein bisschen mit Jack wegen des Kindes zu zeigen. King geht's wahrscheinlich nicht ziemlich gut. Comeback. Und da steht er. Kazuya. Und dann die ganzen Charaktere, die noch hier in diesem Spiel drin sind. Angel, Devil. Tekken. Ja, wirklich beeindruckend. Und dieses Spiel beginnt auch schon mit einem ganz vollen Paket. Natürlich muss man das alles freispielen. Practice Mode. Practice Mode ist halt Trainingsmodus. Survival Mode, Time Attack, Team Battle. Ich muss mit meiner Memory Card hier Autosave. Warte. Card Loads. Ja, und das ist natürlich die Version, die ich hier so gespielt habe. Natürlich, Kazuya und Jun sind meine Mains hier. Ja, das habe ich natürlich. Ja, Survivor ist natürlich ziemlich schwer. Mit Jun bin ich am weitesten gekommen, Kazuya nicht so. Mit Jun habe ich tatsächlich viel mehr Zeit verbracht als Kazuya. Aber das ist auch das Ding der Natur, weil Jun hier tatsächlich noch ziemlich interessant ist. In der Game Option Easy. Ja, wie gesagt, ich habe nicht die Muße gehabt, hier tatsächlich
etwas hier reinzustellen. BGM ist Original, Silent, Arrange. Ich nehme tatsächlich das Original. Na? Und diesen Kazooie hier kriegt man nur, wenn man, also damit er in das Logo guckt. Ne? Und erstmal die ganzen Charaktere. Roger und Alex, Bruce Irvine, Gunryu, Armor King, P-Jack, Kuma, Devil, Lee, Bake, Anna, Konimitsu, Wang und Kazuya. Kazuya muss man tatsächlich freispielen hier. Das dauert eine ganze Weile. Kazuya ist tatsächlich der letzte Charakter, den man hier freispielen kann. Nehmen wir dann mal einfach Kazuya gegen Jun. Dass man hier keine Arena wählen kann, das nervt ein bisschen. Kazuya Mishima! Naja, ich muss auch persönlich sagen. Ne, clean hits. Ja, aber das war immer noch sehr viel beeindruckender. Warum ich das besser finde als Tekken 4? Ich muss persönlich sagen, ich finde, das hier hat alles losgetreten. Ich finde auch, Tekken 2 ist auch deutlich das, wo ich sage, wenn man sich das anguckt, als erstes Tekken, finde ich, da spürt man hier so ein bisschen die Fundamente, wie später Tekken sein soll. Ja. Die typischen Sounds. Hier sind natürlich noch diese Mondsprünge. Ach, er kann ja hier, genau. Das kann er noch. Ja, das ist, wenn er auf den Block trifft und dann kann er noch mal machen. Ja. Übrigens, das ist noch der alte Kontrollsprecher. Der wurde natürlich viel besser gemacht in Tekken Tag Tournament, deswegen ist das hier nicht mein allerliebster Kazuya, was den alten Tekken Charakter angeht. Resets. Ja. Ja, und wie gesagt, da fing es schon an mit diesem vollen Modi gepackten Spiel. Ich muss persönlich sagen, Tekken 2 ist, finde ich, das bessere Fundament und historisch etwas wichtiger als Tekken 1. Ja, ohne Tekken 1 gäbe es kein Tekken 2. Aber das ist die Richtung, was diesem Spiel geebnet hat, was wir nachher, ja, wo wir nachher natürlich bekommen haben, was wir sozusagen als eines der Klassiker natürlich bekommen haben. Und ich muss persönlich sagen, Tekken 2 ist, finde ich, in meinen Herzen besser als Tekken 4. Tekken 4 tatsächlich habe ich über die Jahre immer weniger gespielt. Tekken 4 ist sehr stark in seiner Zeit drin. Und es ist tatsächlich ein zeitdokumentares Spiel. Also deswegen sind das so diese beiden okayen Spiele, die man sich tatsächlich, wenn man retrospektiv auf 30 Jahre Tekken zurückgucken will, ziemlich wichtig. So, man kann nicht viel zu Tekken 2 sagen, weil Tekken 2 ist genau das, was Tekken 1 sein wollte, aber nicht wurde, weil die Technik noch nicht da war. Und hier sind viel mehr Polygone, viel mehr das. Und das ist genau das, was den Weg geebnet hat für Tekken 3. Ne? Tatsächlich. Und dass nachher in Tekken 3
viel mehr ausgearbeitet wurde. Man muss bedenken, ich glaube, da war nicht viel Jahre dazwischen. Also die haben da schon wirklich sehr, sehr viel, sehr krass reingehauen. Auf jeden Fall, das wäre mein Platz Nummer 7 in meinen Top 10 Tekken Games. Und ja, ich weiß, ziemlich kontrovers. Das ist aber nun mal meine Meinung. Da ich Tekken 2 nicht besitze physisch, ich kam da nie ran. Entweder war das viel zu sehr verkauft, einmal war es auch ziemlich sehr teuer in der physischen Version. Es hatte auch zwei Discs, glaube ich, gehabt, oder Doppeldisc, das war jedenfalls in der Jewel Case. Ich habe Tekken 2 tatsächlich nur bei einem, damals bei meinem ganz alten Ohr Kommunionsfreund gespielt. Nach der Kommunion sind wir zu ihm nach Hause gegangen und dann habe ich da meinen ersten 3D-Fighter Tekken 2 gespielt. Und ja, ich habe, für mich ist Tekken 2 das eher wertvollere Spiel als Tekken 4, weil Tekken 4 hat etwas versucht, woran sie glorreich gescheitert sind, und Tekken 4 wird einfach übertrumpft von Tekken 5 oder Tekken Tag Tournament. Das ist ganz klar. Man ist immer, ich finde, wir sind so, also ich bin persönlich, ich habe nicht so viel Tekken 4 tatsächlich gespielt. Ich habe Tekken 4 gespielt, ganz gerne für die Story und für die Atmosphäre ein bisschen. Ich habe mich aber nie krass reingesteigert in Tekken 4. Das muss ich tatsächlich sagen. Also wo ich mich erst richtig krass reingesteigert habe, war, glaube ich, schon in der Tekken 5 Zeit. Da fing es so ein bisschen an, dass ich mich in Tekken ein bisschen mehr reingesteigert habe. Tekken 2 ist einfach alleine durch Jun Kazama schon wirklich ein Heidenspaß zu spielen. Ja, also muss ich schon tatsächlich sagen, ja. Alles klar, das wär's mit den okayen Tekken-Spielen zu meinen Top 10 Tekken Games. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur meine Ranking-Stage gefällt oder der Tekken-Zeug, dann lasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die K, das Game Stage 5, und wir sehen uns dann bei den sehr guten Spielen nachher. Das wären aber dann 2 Videos mehr. Alles klar. Dann würde ich sagen, ja, wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, get ready for the next battle.